So, hier steht alles, das, was du wissen musst. Hast du sowas schon mal gemacht? Wisst ihr, was du als erstes sagen musst? Was mache ich eigentlich hier? Hallo, Bockheide. Ach, hallo, Welt. Ja, geht doch. Also, Entschuldigung, ich war etwas außer Takt. Ja, jetzt fast 3 Monate her, war. Februar, März, April. 31. Januar war der letzte. Ich glaube, wir müssen uns neu vorstellen, ne? Ja. Lutze? Was? Matze. Genau. Matze, Lutze. Ja, wir haben gedacht, wir machen mal wieder was. Mal gucken, ob wir es noch können, damit wir es nicht ganz verlernen. Ist ein bisschen was aufgelaufen die letzten Tage. Ja, wir haben uns ein bisschen umgesetzt, wie ihr seht. Wir wollen es mal ausprobieren. Wir sind noch am Suchen, wie es dann irgendwie weitergeht. Auch wie wir das jetzt machen. Jetzt sitzen wir halt nicht mehr nebeneinander, sondern nebeneinander. Gegenüber oder so. Ja? So, wenn einer fragt, wo wir die letzten Wochen waren, das ist ganz klar zu beantworten. Jetzt scheint die Sonne wieder, vorher nicht. Und wie man hier sieht, wir hatten kurzzeitig Winterschlaf. Genau, wir waren im Winterschlaf gewesen. Und der Frühling ist jetzt da. Draußen vögelt es wieder wie Sau. Nee, wie Vögel. Zwitschern. Aber richtig. Aber eine Menge Vögel habe ich gesehen. Und zwitschern können wir auch. Zwischendurch ist ja doch langsam wieder mal ein bisschen was passiert. Zumindest dürfen wir mittlerweile wieder ohne Leine rumlaufen draußen. Ja, ja. Google überwacht dich sowieso. So, ihr übrigens, komm, wir machen erste Thema. Die Feuerwehr hat ein neues Auto und wir waren auch mal kurz da. Genau. Und deswegen können wir euch hier den Film präsentieren vom neuen Auto der Feuerwehr in Bockheide. Ich möchte alle Gäste herzlich begrüßen vom Amt Heiliger Feuerherd, unser Brandschutzbeauftragter. Dann Marcel, der den FTN, der den Umbau gemacht hat, feuertechnisch. Ja, wir haben zwar ein paar Probleme noch, aber die sind nicht von dir, die sind ja wahrscheinlich von Pütting. Aber denke mal, kriegen wir noch ein paar Teile, die noch nachkommen müssen. Ich denke mal, wir kriegen alles hin. Ja. Okay, nicht TV Weg hier gerade, ist auch da. Prima, freut mich. Die Presse, Märkische Allgemeine. Und Kai Fröhlich vom Amt, der auch hier berichten wird über unsere kleine Aktion heute. Ja, was soll ich sagen? Das Auto war ein langer Kampf. Ungefähr 5 Jahre hat es gedauert mit Beantragen. War schwer im Amt durchzubekommen, wo es denn geklappt hat. Wollten uns noch die anderen Kameraden aus anderen Wehren das Auto ein bisschen streitig machen. Aber dann konnte man auch abbiegen, alles gut. Jetzt ist er da. Leider wird er, wenn er auf 2 gleich wieder auf 6 gehen, weil leider Bremstechnik nicht funktioniert. Und da muss Pütting halt noch ein bisschen nachbessern. Aber ansonsten ist er erstmal da. Mal gucken, wie weitergeht. Eigentlich der Feuerwehr wird sich darüber kümmern. Wann irgendwann mal wird er wahrscheinlich an Belzig gehen, schätze ich mal, oder wo auch immer. Ja, ich denke mal, die Ausführung, so wie er steht, kann sich ja jeder angucken, ist eigentlich so, wie wir das haben wollten. 9 Sitzer, Hängerkupplung. Eine Klimaanlage haben wir drin, eine Standheizung haben wir dran, mit Fernbedienung. Ich denke mal, ein Navi ist drin. Da kommen dann, wie gesagt, ein paar Kisten, wo man Schläuche und Atemschutzgeräte ordentlich transportieren können, so wie es heutzutage sein muss. Eigentlich, ja, kann man auch machen. Eigentlich haben wir alles, was wir haben wollen. Ich persönlich bin damit zufrieden. Wir kaufen hier dann auch irgendwann mal, wenn er damit fahrt. Volltank ist er, AdBlue voll. Also können wir rein theoretisch dann irgendwann, wenn dann alles in Ordnung ist, auch richtig loslegen. Von meiner Seite aus sollte es schon eigentlich sein. Ich möchte jetzt nicht groß noch was sagen. Ich denke mal, es ist alles gesagt. Ihr könnt es mir angucken. Wie meiner, sagen wir, jemand nüchtern ist, kann auch der Runde mitfahren, hat kein Problem mit. Und dann würde ich erstmal Danny das Wort übergeben. Ja, vielen Dank. Auch ich möchte natürlich alle Gäste recht herzlich begrüßen und vor allem euch, liebe Kameradinnen und Kameraden, denn der Tag dreht sich ja heute um euch. Auch bei allen Weh und Aber, was Sascha heute oder was er gerade uns angemerkt hat. Es sind alles Kleinigkeiten, ich denke mal, die kann man schnell ausbessern, sodass das Fahrzeug recht bald hier einsatzbereit bei euch in Bockheide zur Verfügung steht. Ich würde trotzdem noch gerne kurz was zur Bedeutung dieses MTWs sagen, denn es ist nicht nur ein einfacher Transporter oder ein einfacher MTW, der jetzt hier in der Feuerwehr Bockheide steht, der hat auch eine große Bedeutung für die gesamte Amt. Wir teilen uns in unsere 3 Löschzüge auf, Löschzug Bockheide, Brück und Golzo. Und wir haben mal ein Ziel und ein Vorhaben, dass in jedem Löschzug ein MTW steht. Jetzt haben wir endlich geschafft, dass in dem 2. Löschzug ein MTW steht. Jetzt fehlt nur noch ein Löschzug. Dann haben wir unsere 3 MTWs vollständig. Nicht nur, um die Jugendarbeit zu bereichern,
Denn ich glaube, auch die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass so ein MTW auch einen enorm hohen taktischen Wert haben kann für ein Einsatzgeschehen. Sei es bei den Sturm, wo auch so ein MTW auf einmal ein nützliches Fahrzeug war, wo eine Kettensäge verlastet worden ist, wo Kameraden einen Platz genommen haben und dann auch die Sturmschäden mit beseitigt haben, wenn alle anderen Fahrzeuge schon in dem Bauch waren, kann auch so ein MTW auf einmal eine große Hilfe sein, gerade bei so Ereignissen. Und die Feuerwehr wurden ja hier insgesamt 3 Tage auf Trab gehalten und Einsätze noch und Löcher. Oder den jüngsten Einsatz, der hier war mit dem Gebäudebrand, haben wir auch gesehen, wie wichtig so ein Fahrzeug sein kann, um einfach die Kameradinnen und Kameraden vor Ort zu verpflegen. Man denkt immer, das ist nur eine Kleinigkeit, aber die Kameraden, die hier mit schweren Atemschutz unterwegs sind, die vorne stehen, die hinten stehen, die den ganzen Aufbau machen und das über Stunden, kann auch mal eine Flasche Wasser, vielleicht mal eine warme Tasse Tee oder Kaffee und auch mal eine Bockwurst unheimlich wichtig sein, nicht nur um die Moral zu steigern, sondern insbesondere, um auch wieder ein bisschen Energie zu tanken. Von daher ist es nicht einfach nur ein MTW. Ich freue mich, wie gesagt, dass er jetzt endlich hier steht, auch wenn es ein langer Weg war. Aber ich denke, mit diesem Fahrzeug kann man unheimlich viel machen. Er wird unser Amt bereichern, insbesondere euch hier als Feuerwehr Burgheide. Ich freue mich, dass er jetzt hier eingestellt wird und gehe auch davon aus, dass er so schnell wie möglich auf Status 2 kommt. Und ich habe Sascha schon gesagt, er soll doch mal einen Schlüssel rausrücken, dass ich ihn auch offiziell übernehmen kann. Aber ich möchte natürlich noch an dem Schlüssel was hinzufügen. Es ist natürlich nur eine Kleinigkeit. Ich habe jetzt keine Riesensache für euch mitgebracht. Aber ich persönlich habe das auch an allen meinen Fahrzeugen dran. Und zwar einen kleinen Bootschneider und einen kleinen Federkörner für die schnelle Einsatzbereitschaft. Falls man mal als Erste vor Ort ist mit so einem MTW, kann es ja nicht schaden. Ist nicht viel Gewicht an so einem Schlüssel. Wie ihr sagt, so ein Bootmesser und ein Federkörner rettet Leben. Kann sich jede Privatperson holen, die Ersthelfender vor Ort ist für einen Autoschlüssel und vielleicht schon mal einen Zugang schaffen und einfach sich mal mit denen einklemmen, unterhalten, bis der Rettungsdienst da ist und ihn ein bisschen bei Laune halten. Ja, Sascha, euch allen viel Vergnügen mit dem Fahrzeug und stets gute Fahrt. Genau, schönen Mannschaftswagen haben sie gekriegt und auch einen schicken Hänger dafür. Hast du ihn schon gesehen mit der tollen Plane? Natürlich. Die können sich was leisten, die Freiwillige Feuerwehr. Und weil wir schon bei der Feuerwehr waren, die haben auch eine neue Kaffeemaschine, aber die hat nichts mit der Feuerwehr zu tun. Die wurde hier von den Werktätigen der Region. Die wurde sogar ohne Spendenquittung der Feuerwehr überreicht. Da war meine Frau so ein bisschen dran schuld, da ja unser Sohn auch ab und zu da in der Feuerwehr mitmischen darf und auch muss. Und wir da gesehen haben, dass bei dem letzten Großbrand im Neuendorfer Straße, dass dort auch Kaffee gemacht wurde und das hat für ein paar Tassen ewig lang gedauert. Und dann, ja, Klinkenputzen ist nicht so das, was meine Frau gerne macht, aber sie hat es gut gemacht und der Anfang war dann getan. Im Kerker Baumarkt und dann ging das immer weiter. Nico Kleinfeld, wenn ich jetzt erzähle, wer alles mitgemacht hat, ich vergesse wieder irgendwie in Apex-Werbung, Jürgen Froschler von SE Expert, das Hotel Fliegerheim hat sich beteiligt, meine Frau selber auch und ich auch so ein bisschen und ich habe bestimmt jetzt irgendwen vergessen, ich hoffe es sei mir verziehen. Auf jeden Fall hat die Feuerwehr jetzt eine schicke neue Kaffeemaschine, ist übergeben, die alte ist in den Ruhestand gegangen. Und Sie können jetzt in kürzester Zeit 2 Liter Kaffee kochen, 2,2 Liter. Genau, das heißt nacheinander. Das heißt allerdings nicht, dass Sie jetzt einen Kaffee aufmachen. Das wird so nicht passieren. Nee, haben Sie auch keine Zeit. Aber Osterfeuer haben Sie gemacht. Wollen wir gleich bei der Feuerwehr wieder bleiben. Wir haben jetzt Thema Feuerwehr. Da war endlich mal wieder ein Osterfeuer gewesen, was richtig gut gebrannt hat. War voll bis zum geht nicht mehr. Ein Haufen Leute dort, viel Bier ist geflossen, ein bisschen Wein, ein bisschen Sekt, ein paar Schnäpschen. Und gebrannt hat es, wie man hier auch sehen kann. Schön und lange und warm. Sogar getanzt wurde hier. Entschuldigung. Hast du nicht gesehen, ne? Ich habe es getanzt, doch habe ich gesehen, noch später, vor der Feuerwehrhalle habe ich das gesehen, als ich im Feuer stand. Habe ich einen Blick nach oben geworfen. Das habe ich dann nicht mehr gesehen. Ja. Wollte ich das nicht sehen? Nein, habe ich nicht mehr gesehen. Ja, das war erstmal zur Feuerwehr. Dann haben wir noch freiwilliges Engagement. Noch ein freiwilliges, genau, mit 70 Beteiligten. Ines Renner hat gerufen und 70 Beteiligte in Summe von 7 bis 77 Jahren sind dem Aufruf gefolgt, sie bei dem Nähen wieder zu unterstützen, Herzen gegen Schmerzen. Und es kamen 250 Kissen zusammen, die dem Brustkrebszentrum in Potsdam
dann übergeben werden konnten. Die Ines sagt, herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten, an alle Unterstützer dieser Aktion. Genau, und damit es nicht langweilig wird, geht es auch gleich noch weiter. Und zwar diesmal dann allerdings in Borgweide. Genau. Und zwar im Tempelwald. Auch da ist die Ines mit bei. Genau, und das ist am 30. April. Das ist übrigens, da ist doch bei uns Maifeier, oder? Ja, aber abends ist ja bei uns. Genau, das ist aber ab 10 Uhr. Und zwar werden alle Interessierten aus Borgweide, Borgheide und Umgebung zu einem Tagesprogramm rund um den ökologischen Waldumbau und das Projekt Zukunftswald eingeladen. Und wer da hingehen möchte, der meldet sich im Tempelwald in Borgwalde. Genau, dort wird er fröhlich. Der ist der, wie nennt man das? Der Baumkönig des Jahres. Ja, wie heißt der? Fröhlich. Der ist auch fröhlich. Heißt viele fröhlich. Sind die auch alle fröhlich? Natürlich. Ja? Der Baumkönig? Mhm. Habe ich mich jetzt vertan? Ich glaube nicht. Bin jetzt noch nicht so ganz da. Doch, der Herr Fröhlich wird uns, wird auch den Anwesenden die Rotbuche vorstellen. Und es werden auch 50 Rotbuchensetzlinge verschenkt, die dann auch eingesetzt werden können. Tempelwald, wer es noch nicht weiß, wo das ist, die Ernst-Themann-Straße in Borgwalde ist die rausführt Richtung Kanin. Und am Siebenbrüderweg einfach rechts abbiegen, am Funkmast vorbei und nochmal die gleiche Entfernung wie von der Ernst-Themann-Straße bis zu dem Funkmast, der dann neu gebaut wurde. Und dann nochmal ein Stück weiter im Wald, immer geradeaus rein. Also im Wald? Im Wald, heißt auch Tempelwald. Ah. Vom Herrn Tempel. Mhm. Gut, so. Dann geht ja die Klauerei hier wieder in Borgwalde, Borgheide um. Höchstwahrscheinlich auch in Borgwalde. Das heißt, hier werden ja wieder Fahrräder entwendet, wie man sehen konnte, die hier in den Wäldern rumstehen. Müll abgeladen in den Wäldern. Also hat sich eigentlich nichts geändert. Und nicht nur das. Einbrüche hatten wir ja auch ein paar zu verzeichnen, hatte ich gelesen. Ja. Und unter anderem wurde hier in Borgheide ein hochwertiger VW-Bus geklaut mit irgendeiner speziellen Lackierung. Mhm. Ja, irgendwie muss man hier wieder alles richtig nied- und nagelfest. Wir brauchen mehr Homeoffice, dass die Leute wieder alle zu Hause sind. Ist wahrscheinlich, ja. Ne? Also immer schön die Augen offen halten und passt auf eure Sachen auf. So, dann hat Matze gesagt, da waren irgendwelche 25 wilden Leute im Jugendclub. Ja. Schönes Ding gewesen. Es hat sich so rumgeschwiegen durch den Ort, so angeblich, da kommen 25 Wanderer aus Richtung Gömnig und die suchen Übernachtung. Da dachte ich mir auch so erst, sag mal, kann man noch ein bisschen vorher organisieren? Mal irgendwo anrufen oder so und sagen, wir kommen jetzt. Dann war den Halbtag Ruhe und dann standen plötzlich bei mir nachmittags auf dem Grundstück zwei junge Herren, die nämlich auf der Walz waren, in ihrer Uniform, also in ihrem Handwerker-Outfit, Gesellen-Outfit. Wollte bei dir arbeiten. Und die wollten nicht bei mir arbeiten, die haben die Übernachtung gesucht. Und da sind wir, haben wir ein bisschen hin und her überlegt. Und das hat jetzt überall nicht so geklappt. Auch versicherungstechnisch mit Waldbad, das hätte nicht geklappt. Und Sportverein hat auch nicht so funktioniert. Und sagte der Enrico, der war gerade zufällig bei mir, Mensch, frag doch mal Jugendclub. Und da nochmal herzlichen Dank an Stefan Güthoff, dass der das klargemacht hat mit dem Jugendclub. Und damit konnten 25 Handwerksgesellen im Jugendclub übernachten. Weil die freuen sich, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben. Ein Foto haben wir hier auch dabei. Und ist ein Teil von denen gewesen. Und die Jugendlichen im Jugendclub hatten ein bisschen Angst, dass danach alles unaufgeräumt ist. Aber ich glaube, der Jugendclub war danach, nachdem wir weg waren, aufgeräumter als vorher. Weil alles, was man diesen Handwerkern, Handwerksgesellen nicht nachsagen kann, ist, dass sie irgendwo randalieren. Nein, die sind ganz auf dem Wege der Ehrbarkeit und Rechtschaffenheit. Das ist auch ein Grundprinzip. Ich habe mal nachgelesen, sie dürfen nicht verheiratet sein, sie müssen schuldenfrei sein, keine Kinder haben und dürfen nicht älter als 30 sein. Keine Kinder? Nein. Und dann können sie auf die Walz gehen. Haben eine Bannmeile von 50 Kilometern um den eigenen Wohnort. Das heißt, wenn sie loslaufen, dann laufen sie vom Wohnort weg und dürfen nicht näher als 50 Kilometer wieder ran in den nächsten 3 Jahren, glaube ich, 3 Jahre und einen Tag. Und warum sich jetzt so viele auf einmal getroffen haben und was man auch das noch sagen muss, die haben nämlich übrigens, hallo, liebe Jugendlichen, die haben kein Handy mit. Die haben Google Maps, das ist so ein Faltblatt. Da haben die eine Karte drauf, da können die gucken, wo sie sind. Die haben kein Handy. Ich habe mich auch schon gewundert, wie das ist doch Bandenbildung, wenn so viele auf einmal waren. Und warum das so viele auf einmal waren? Also es gibt so eine Übernachtungsmöglichkeiten für auf der Walz befindliche Gesellen, wo auch Nachrichten hinterlassen werden. Und in dem Fall ist ein Mitwanderer aus Potsdam, den haben sie jetzt nämlich nach Hause gebracht. Und das waren so die letzten zwei Etappen vor Potsdam-Babelsberg. Und der junge Geselle war 4 Jahre unterwegs. Und ist jetzt am letzten Samstag wieder zu Hause angekommen, nach 4 Jahren auf der Walz. Wie abgesprochen, wir sehen uns hier nochmal in Borgheide demnächst. Irgendwann klappt das. So, das waren die
die Infos und dann kommen die nächsten. Ja. Jetzt kommen wir mal, also waren wir, da war ja jetzt noch, wir waren auch noch im Sportverein gewesen, zum Neujahrsfest. Im April. Ja, ne, das ging ja alles nicht. Ja. Vielen Dank übrigens dafür. Genau. Und auch dort läuft es ja wieder alles langsam und sicher an. Ja, da wünschen wir auch viel Erfolg für die nächsten Veranstaltungen, die da kommen. Genau. Unter anderem auch, ich denke mal, ein Männertagsturnier wird wieder sein, hoffe ja, ich. Da ist doch jetzt irgendwie 90 Jahre, wird doch nachträglich gefeiert. Ach so, und ja, am 10. irgendwie? 11. Juni. Ich habe es nicht drauf, da kommen wir ja vielleicht nochmal dazu. Ja, und von dort wechseln wir mal gleich rüber ins Waldbad. Warst du schon mal im Waldbad gewesen dieses Jahr? Ja, natürlich. Baden? Ich war bis in die Sprunggrube rein, weil wir nochmal... Ja, da steckt er. Weil wir haben das Becken ja wieder mal abgelassen, um ein bisschen den Sumpf unten rauszuholen und haben dann letztlich mit dem LKW den Rest noch raussaugen lassen, mit so einem Absaug-LKW. Und danach hieß es wieder Wassermarsch. Und das Becken ist mittlerweile auch wieder voll und wird jetzt letztlich vorbereitet für den Saisonstart am 14. Mai. Genau. Wir haben am Samstag noch die Filteranlage sauber gemacht, da diese 1 Meter, 2 Meter Tiefe da. Du hast mich würdig vertreten, weil ich wollte dich ins Loch stecken. Stefan war dann unten im Loch gewesen. Ich muss alle Veranstaltungen nachholen, der letzten 2 Jahre jetzt. Also das Waldbad, also das Bad ist wirklich picobello. Ihr schrubbt von oben bis unten, da fließt gerade frisches Wasser rein. Das dauert ja auch ein bisschen. Und denke mal, das wird dann wann wieder aufgemacht? Am 11.? Ich habe doch gerade gesagt, am 14. Mai. Am 14. Mai? Ist doch nächsten Monat schon. Jetzt ist ja, müssen wir doch wieder ins Wasser stecken. Die Sonne scheint. Ja. Aber es ist wieder sauber, ordentlich und dann kann es halt wieder losgehen. Und bevor es losgeht, muss... Nee, dies Jahr nochmal als Information. Aufgrund des Mangels an Rettungsschwimmern über die letzten 2 Jahre, der sich leider ergeben hat, dieses Jahr Öffnungszeiten von 11 bis 19 Uhr. Trotzdem gibt es ab 17 Uhr noch die Abendkarte für 2 Euro, sonst Tagespreis weiterhin 4 Euro. Oder Vereinsmitglied werden, kein Problem. Nicht teurer geworden? Nö. Wo alles teurer wird? Ja, Burkheide ist anders. Na ja, mal abwarten. Die Energiepreise werden auch fürs Waldbad steigen. Jo, und deswegen, bevor diese ganze Geschichte losgeht und wir hier am 30., also am Samstag die große Party machen, ist am Freitag noch, am 30., am 29. noch die Mitgliederversammlung 18 Uhr. Um 18 Uhr im Hotel Fliegerheim vom Waldbad. Also liebe Mitglieder, wer da Interesse dran hat, was die Vorstandsmitglieder machen außer saufen. Hallo? Ich meine, so nebenbei kriegt doch keiner mit, wenn ihr da immer fleißig arbeitet und dunkel. Hier für Informationen. Habe ich nicht gesagt. Außer, ich meine, dass da mal eine Party gemacht wird, kommt ja auch mal vor, ja? So. Kann da zur Mitgliederversammlung kommen. Und dann gibt es gleich noch weiter. Noch es eine, gibt noch nichts Besseres, als wenn sich ein Vorstand versteht und gute Arbeit leistet. Ja, ist doch alles in Ordnung. Wasserwacht. Wer passt aufs Wasser auf? Wer passt aufs Wasser auf? Ja, Thema Rettungsschwimmer. Da ist unsere Heidi vom Vorstand sehr rührig gewesen. Und hat jemanden ausfindig gemacht von der Wasserwacht. Und da haben die mal ein bisschen gequatscht. Und am Ende ist bei rausgekommen, der wurde Burgwalde, der junge Mann, dass wir in diesem Jahr anbieten können, ab der Saison, jeden Montag und Mittwoch ab 19 Uhr Rettungsschwimmer-Ausbildung zu machen. Und das kostet eine Jahresgebühr von 50 Euro, so wie ich mir das richtig gemerkt habe. Und dann könnt ihr dort den Rettungsschwimmer ablegen. Und der Vorteil ist, wenn man an Rettung schon mal ist, kann man bei uns im Bad für 12,50 Euro netto die Stunde, weil das ist die Übungsleiterpauschale, dann auch Rettungsschwimmerdienste machen und kann sich pro Tag 100 Euro in die Tasche verdienen. Und Juniorretter übrigens auch, die können für 7 Euro die Stunde dann beisitzen und schon mal die Arbeiten kennenlernen, die sie dann, wenn sie 18 sind, auch selbst tätig im Waldbad machen können. Genau, so. Und weil es ja immer noch nicht alles war, war ja richtig überall was los. Wie gesagt, jetzt geht es erst richtig los. Ach übrigens, im Waldbad fällt der Mailauf dieses Mal aus. Ja. Aus organisatorischen Gründen. Dafür haben wir einen Trödelmarkt am 8. Mai. Genau. Am 8. Mai ist Trödelmarkt, aber der Waldbadlauf, also könnt ihr euch am 30. ordentlich beim Maibaum aufbäumen und in den Mai tanzen mit schwerem Kopf. Genau. Weil ihr dann am nächsten Tag nicht
nicht 10 Kilometer laufen müsst. Richtig, was mir natürlich auch wieder ein bisschen zugutekommt, aber wir werden es im nächsten Jahr versuchen, alles wieder im normalen Bahnen laufen zu lassen. Ja, 8. Mai, Flohmarkt, wenn ihr da teilnehmen möchtet mit einem Stand, der 3-Meter-Stand kostet meines Wissens 5 Euro und anmelden könnt ihr euch noch unter der E-Mail-Adresse presse@waldbad-brockheide.de. Da landet ihr bei der Marion Naumann und die organisiert da das so ein bisschen. Genau. Und so, dann war Frühlingsfest in Brück und es war... Wir waren ja aber arbeiten im Waldbad. Ja, oder unterwegs. Ja, oder noch weiter weg. Und die Lager in Wehlitz ist auch eröffnet. Die geht ja lange dieses Jahr. Da kann man ja öfter mal hingehen. Da lohnt sich ja schon fast eine Jahreskarte, wenn man da mal hinfahren möchte mit dem Fahrrad. Gehen kann man auch. Wehlitz, wo ist Wehlitz? Wehlitz ist da hinten irgendwo. Auf der anderen Seite. Hinterm Wald. Hinterm Wald. Ja, ist auch. Da, wo jetzt voll ist übrigens. Ich war auch in Wehlitz am Ostermontag. Und ich muss sagen, ja, die Innenstadt war voll, aber verkehrstechnisch war alles noch gut erreichbar, weil das sehr gut abgefangen wird mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von den Parkplätzen aus. Also wir, als die hier wohnen und mal darüber fahren müssen für einen Termin etc., hast du eigentlich keine Probleme, da durchzukommen. Gut. Klappt. So, da haben wir das mal grob zusammengefasst, was wir so hatten. Bestimmt ist uns einiges durch die Lappen gegangen, bestimmt. Aber so für uns... Wie ihr seht, haben wir ja wieder angefangen mit Borgheide News TV, wobei wir jetzt noch nicht vorhaben, das gleich wieder jeden Montag zu machen, sondern wir gehen die Sache langsam an und gucken mal, was wir da für uns verändern können, was wir für uns erneuern können hier für Borgheide News TV. Also ich finde schon mal hier viel bequemer, wenn ich hier so sitzen kann. Ich kann auch so immer mit der Zeit ein Stück tiefer sein. Ja, du bist immer kleiner denn und bist du dann aus dem Bild raus nachher. Und wir gucken mal, wie wir das machen, was wir hier verändern, was wir für uns machen, dass es halt nicht mehr so extrem aufwendig wird. Wir gucken mal. Nicht so lange reden. Na, das ist ganz schlecht, ganz schlecht. Mit nicht so lange reden klappt es ja meistens nicht. Und auch wir sind von euch abhängig, Thema Termine, Veranstaltungen etc. Was ihr hier hören und sehen wollt, solltet ihr uns schreiben, weil wenn wir Themen haben, können wir auch eine Sendung machen. Genau. Und natürlich sind wir auch davon abhängig, wie ihr uns unterstützt. Moralisch wie finanziell, wenn man das sagt. So, das heißt, dafür haben wir unsere PayPal-Geschichte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns da jetzt wieder unterstützen, wo wir wieder was machen. Aber wie gesagt, wie wir da weiterverfahren, sind wir uns immer noch nicht ganz sicher. Wir lassen es erstmal langsam anlaufen. Ihr könnt euch wieder an unsere Gesichter gewöhnen langsam. Nicht, dass ihr einen Schreck kriegt, so über die Jahre. Ich bin beim nächsten Mal wieder... rasiert, dann ist alles gut. Ich bin noch im Winterschlafsmodus gewesen. Alles gut. Jo, und das war es dann für heute? Hier bei Borgheide? Nein, wir wollten noch sagen, alle bekloppt und wir haben auch Wetter. Ja, na sowieso, ja. Alle bekloppt und wir haben Wetter. Sonne scheint. Ja. Bis zum nächsten Mal. Sagen hier tschüss, der Matze und Lutze. Und ciao.